Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Heute wieder mit einem Solo Unlimited Money Glitch. Mega einfach, ihr braucht kein BMX, ihr braucht kein Deluxo. Das Ganze mit einem Retro Custom bringt am Ende am meisten Geld. Aber wie gesagt, ist verdammt einfach. Ihr braucht für diesen Glitch nur ein MOC, ein Retro Custom oder ein anderes Fahrzeug, das ihr duplizieren wollt, einen Bunker, einen Nachtclub. In diesem Nachtclub ein LG RH8 im Lieferanteneingang. Mehr braucht ihr nicht. Fangen wir doch ganz einfach mit dem Glitch jetzt an. Und zwar, das Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt, in meinem Fall LG Retro Custom, befindet sich bereits im MOC. Das heißt, ihr fahrt dieses Fahrzeug vom MOC raus. Und wenn ihr draußen seid, fahrt ihr mit dem Fahrzeug ganz einfach nur in euren Bunker. Wenn ihr im Bunker seid, dann lasst ihr das Fahrzeug ganz einfach nur dort stehen, verlasst den Bunker zu Fuß. Wenn ihr außerhalb des Bunkers dann gespawnt seid, dann ruft ihr über euer CEO dann einfach nur ein Buzzard Kampfheli. Solltet ihr keinen CEO haben, beziehungsweise kein Buzzard Kampfheli, dann klaut euch einfach ein Straßenfahrzeug, genauso, es darf halt bloß kein persönliches Fahrzeug sein. Wenn ihr jetzt ein Buzzard Kampfheli habt oder ein Straßenfahrzeug, dann begebt ihr euch ganz einfach nur zu eurem Nachtclub. Seid ihr an eurem Nachtclub dann angekommen, dann betretet ihr den ganz einfach und geht dann runter zu der Bar. Wenn ihr an der Bar angekommen seid, dann ist es jetzt ein kleines bisschen tricky, aber auch sehr gut machbar. Ihr drückt einfach nur die Steuerkreuztaste nach rechts und die Optionstaste gleichzeitig. Dann öffnet sich das Optionsmenü und euer Charakter müsste vorher nur eine kleine Animation gemacht haben. Wenn ihr jetzt im Pausenmenü seid, dann geht ihr einfach nur auf Online, auf Criminal Enterprise Starter Pack. Sobald ihr im Criminal Enterprise Starter Pack wart, geht ihr einfach wieder raus. Nun könnt ihr rumlaufen, habt aber oben links das Getränkeauswahlmenü. Mit diesem Menü oben links lauft ihr jetzt zu eurem Wareneingangsstellplatz oder Garage, wie man es auch nennen mag. Ihr lauft dort einfach nur hin. Solltet ihr Probleme mit dem Glitch haben, gerne könnt ihr mir auf Discord schreiben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sollte eigentlich dann jeder den Weg auf Discord finden können und da wird euch auf jeden Fall geholfen. Seid ihr jetzt in eurem Wareneingangsstellplatz oder Garage, dann steigt ihr dort in euren LG RH8 ein, der bereits dort steht. Wenn ihr jetzt dort eingestiegen seid in den LG, dann wählt ihr euch einfach nur eins der drei Whiskys aus. Ist egal welches, es geht mit allen drei Whiskys. Und sobald ihr dann unsichtbar seid in eurem Fahrzeug, drückt ihr sofort die Gastaste, also R2. Auf der Xbox ist es glaube RT, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ihr drückt einfach nur die Taste und ihr werdet außerhalb des Nachtclubs ohne Auto spawnen. Das heißt, ihr seid einfach nur zu Fuß außerhalb eures Nachtclubs. Nun begebt ihr euch wieder mit dem Buzzard Kampfheli oder einem Straßenfahrzeug zurück zu eurem Bunker. Wenn ihr dann an eurem Bunker angekommen seid, dann betretet ihr ihn ganz einfach, geht zu eurem Fahrzeug. In meinem Fall hat dieses Fahrzeug, also dieses LG Retro Custom, ein persönliches Kennzeichen, also ein persönliches Salivale Kennzeichen. Sobald ich jetzt aber in das Fahrzeug einsteige, werdet ihr sehen, das persönliche Kennzeichen verschwindet und ich habe eins von Rockstar erstelltes Kennzeichen nun auf diesem Fahrzeug. Das heißt, dieses Fahrzeug hat das Kennzeichen vom LG RH8 übernommen. Nun fahrt ihr mit diesem duplizierten Fahrzeug, bereits ist es dupliziert, zu eurem MOC, drückt dort einfach mal die Steuerkreuztaste nach rechts und wenn ihr jetzt die Fahrzeuglagervollmeldung habt, dann könnt ihr sicher sein, der Glitch hat funktioniert, weil wenn ihr euch zurückerinnert, am Anfang des Glitches haben wir unser Fahrzeug, was wir duplizieren wollen, aus dem MOC herausgefahren. Das heißt, dort ist eigentlich gar kein Fahrzeug mehr drin. So, wir nehmen jetzt einfach nur die Fahrzeuglagervollmeldung mit X an, bestätigen diese also. Unser dupliziertes Fahrzeug fährt nun in den MOC hinein und fertig ist der ganze Glitch. Das war der ganze Glitch. Super einfach, mega schnell, solo, was will man mehr, ne? Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.